Heute gibt es ein leckeres glutenfreies Brot. Ihr habt danach gefragt und ich zeige euch jetzt, wie ich dieses wunderbare, leckere, glutenfreie Brot hergestellt habe. Vegan natürlich. Hier habe ich Buchweizenmehl, Flohsamenschalenpulver, Reismehl, Xanthan zum Binden, findet ihr im Reformhaus. Dann habe ich ein bisschen Salz genommen, da ist Kokosmehl dabei. Apfelessig, ihr braucht auch ein wenig Olivenöl, das habe ich jetzt hier in der Flasche umgefüllt. Ich fülle bei mir immer alles in Glasflaschen um und da habe ich den Hirse. Den Hirse habe ich selbst zu Mehl gemahlen, müsst ihr nicht, könnt ihr auch kaufen. Achtet aber darauf, wenn ihr den selbst malt, dass ihr den vorher schön einweicht und die Bitterstoffe daraus wäscht, trocknet ihn im Ofen und danach könnt ihr ihn zum Mehl verarbeiten. Das könnt ihr genauso auch mit dem Reis machen. Einweichen, schön abspülen und danach trocknen und zu Mehl verarbeiten. Ihr braucht auch Backpulver. Das gebe ich jetzt hier in ungefähr 50 ml lauwarmem Wasser rein. Ich habe vergessen, den Zucker da drin aufzulösen. Macht das aber bitte vorher. Zuerst den Zucker. Da habe ich jetzt hier so braunen Rohrzucker. Einen Teelöffel. Erst im Wasser auflösen. Und dann kommt dazu der Hefe. So, jetzt mische ich alle Mehle miteinander, die ich euch eben aufgeführt habe. Das ist jetzt der Flohsamenschalenpulver. Ich habe auch Maismehl dazu gegeben. Wie gesagt, alle Mehle tue ich euch unten nochmal aufführen. So, alle trockenen Zutaten miteinander vermischen. Jetzt kommen 3 Esslöffel Olivenöl dazu und 2 Esslöffel Essig. Dann kommen also die flüssigen Zutaten dazu. Und dann kommt der Hefe dazu. Den Hefe hatte ich ja in 50 ml warmem Wasser aufgelöst. Der ist jetzt schön schaumig geworden, alleine. Ich habe es nicht angefasst. Einfach alles reingeben. Also ich habe den Hefe nicht verrührt. Ne? Der ist alleine so schaumig geworden. Jetzt habe ich 500 ml warmes Wasser. Das gebe ich nach und nach, das ist ganz, ganz wichtig, nach und nach dazu. Nicht direkt alles reinklatschen, weil sich jedes Mehl anders verhält. Ihr müsst es halt dann gucken, vielleicht ist es dann zu viel Wasser und dann kriegt ihr das nicht mehr hin. So, ich gebe jetzt langsam immer wieder das Wasser dazu und gucke, wie viel ich verbrauchen muss. Also ich brauche immer 500 ml für diesen Teig mit diesen Zutaten. Ich verknete es, so sieht es jetzt aus. Ich lasse es jetzt mindestens für eine halbe Stunde ruhen, eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ich decke das ab in einen warmen Ort, am besten unter die Bettdecke, gehen lassen. So, jetzt habe ich ihn gehen lassen. Man kann ihn sehr gut aus der Schüssel rausnehmen, sieht so aus. Er ist jetzt ein bisschen schwierig in Form zu bringen, deswegen kommt es jetzt in Backpapier und ich versuche das jetzt so vorsichtig in Form zu drücken. Ist nicht so kompliziert, geht eigentlich ganz einfach. Er klebt jetzt auch nicht so großartig, weil das Wasser wirklich perfekt gereicht hat. Einfach jetzt in Form drücken. Übrigens habe ich das Rezept nicht erfunden. Ich habe es von, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, auf YouTube ist eine Frau, ich werde es euch unten verlinken. Von ihr habe ich das Rezept abgeguckt, habe das aber ein bisschen abgeändert für meine Bedürfnisse. So, jetzt habe ich es schön in Form gebracht, nochmal mit meinen Händen. Wenn es gar nicht geht, macht nochmal ein bisschen glutenfreies Mehl drunter, dann geht's. Ich finde, jetzt geht es schon ganz gut aus. Ich decke das jetzt ab und lasse es nochmal eine halbe Stunde gehen. Mindestens. Meistens lasse ich es nochmal eine Stunde gehen. So sieht es aus. Ich finde, das sieht jetzt schon gut aus. So wie dieses gekaufte Brot, ne? Wie dieses Bauernbrot oder Bäckerbrot, was es so zu verkaufen gibt. Dann gebe ich jetzt dieses Brot auf einen Pizzastein. Das hilft mir, dass das Brot einfach schön weich wird von innen und außen. Ja, schön knusprig. So, für 250 Grad 15 Minuten und dann die restlichen 25 Minuten für 220 Grad. Und das Brot wird fantastisch. Ihr seht hier, wie das aussieht. Das sieht aus wie das ganz normale Weizenmehlbrot, was es zu verkaufen gibt. Es schmeckt aber allerdings anders. Okay, man muss erstmal probieren und gucken und sich rantasten. Meiner Familie schmeckt es, es macht schön satt. Kann sein, dass es dir vielleicht nicht schmeckt. Deswegen ist immer probieren, geht über studieren. So sieht das Brot aus. Und wie gesagt, es ist sättigend. Es schmeckt auch ganz gut. Es ist halt anders. Okay, und probiert es einfach mal aus. Die Mehle sind ein bisschen teuer, aber die Investition lohnt sich, weil man damit mehrere Brote backen kann. Falls du noch Fragen hast zu dem Brot, kannst du sie mir unten auf jeden Fall stellen. Kommentiert fleißig, ich freue mich über jeden Kommentar. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Und ich wünsche euch alles Liebe, lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss.